So, ihr Süßen, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Summon Mara, Part Nummer 25. Ja, folgendermaßen, ich hatte eben ein bisschen Probleme mit dem Mikrofon und dementsprechend habe ich schon ein paar Minuten aufgenommen, aber ich musste die Aufnahme komplett verwerfen. Es ist echt grausam. Jo, naja, ich habe eigentlich sonst nicht so weit gemacht. Ich habe ja nach 2 Minuten direkt gemerkt, dass es beschissen gelaufen ist. Dementsprechend habe ich es genauso gemacht. Beziehungsweise dementsprechend habe ich es einfach so genommen. Ach komm, ihr habt nicht viel verpasst. So, wir müssen jetzt Akila erstmal die Steine bringen. Er hat aber die Idee jetzt der Büste verworfen. Ich habe Akachi, die Schmiedin, gebeten, mir eine Gussform anzufertigen, aber das Ergebnis hat mir nicht gefallen. Sie hat es nicht geschafft, meine Würde einzufangen. Sah so schlimm aus. Sie hat mir ein schreckliches Doppelkinn verpasst. Wie schade, dein armes Vermächtnis. Ich werde noch andere Gelegenheiten haben, ein Vermächtnis zu hinterlassen. Keine Sorge. Ich will auch ein Vermächtnis hinterlassen. Hör zu, ich mache dir einen Vorschlag. Wenn du mir noch mehr von diesem außergewöhnlichen Metall als Barren bringst, kaufe ich sie dir zu einem fairen Preis ab. Dann schreibe ich dich in meine Rechnungsbücher und du hast dein Vermächtnis. Alles klar. Gut, ich kann diese Teile also natürlich formen, um, wie heißt es dementsprechend? Jo. Um mit dem zu handeln. Das war aber klar, dass der das Zeug gerne haben will. Ich krieg heute irgendwie ein bisschen Kopfschmerzen. Ich weiß nicht genau warum. Deswegen nehme ich einfach mal so lange auf, wie ich kann. Und guck einfach mal, wie es läuft. Ansonsten will ich natürlich dieses Projekt nicht allzu lange abgrasen und beziehungsweise so in die Länge ziehen. Ich will jetzt noch mal kurz was trinken. Einfach aus dem Grund, dass es irgendwann mal zu Ende ist. Zitronen- und Gurkengeschmack, na, das ist super. Komischerweise ist das gar nicht mal schlecht. Naja, dementsprechend würde ich natürlich schon ganz gerne mal, dass das hier zu einem Ende langsam kommt. Von daher hoffe ich, dass ihr das ein bisschen... Jo. Ob ihr mir da ein bisschen, ob ihr das versteht. Nicht, weil das Spiel schlecht ist oder so, aber ich habe jetzt keine Lust, das ewig... ewig in 3 Tage zu haben. Zu handhaben. So, ich kann natürlich mal... Kleidung von der Koa wechseln. So, nee, nicht handeln. Hallo Koa, was möchtest du? Aban, ich brauche einen Stall. Auf meinem Planeten Ankora gibt es die besten Ställe. Ah, sehr gut. Könntest du mir beibringen, wie man einen Stall baut? Das Problem ist, dass ich im Moment komplett in Arbeit ertrinke. Dieser blöde Tacker und seine Strandbahn nehmen mir die wenigen Kunden weg, die ich habe. Wenn ich nur einen größeren Vorrat an Mehl hätte, kann ich etwas tun. Hast du Weizensamen? Nein. Hast du Weizen? Nein. Hast du eine Mühle? Nein. Du brauchst eine Mühle. Hier, nimm die Samen und die Blaupause für eine Mühle. Wenn du mir genügend Mehl bringst, habe ich dir vielleicht genug. Habe ich vielleicht genug Zeit, um dir zu zeigen, wie man einen Stall baut. Alles klar. Wunderbar. Das bedeutet, ich brauche. Bau eine Mühle und stelle 10 Sack Mehl her. Okay. Super. Werde ich machen. Ich muss mal ganz kurz pausieren. Weil das fängt schon wieder an. Ansonsten wechsle ich einfach das Mikrofon. Na, ich weiß nicht. Muss mal gucken, ob das irgendwo muss da irgendein statischer Überspann drin sein, der das irgendwie alles ein bisschen speist. Naja. Muss ich mir mal genau aussuchen. Das bedeutet, ich gucke jetzt einfach mal, wie das hier läuft. Die Aufnahme. Und dementsprechend werde ich dann anfangen und werde dann einfach mal anfangen und mal mein Schreibtisch hier untersuchen. Jo. Gut, ich will jetzt nicht so viel Geld ausgeben für ständiges Hin- und Herreisen. Wenn ich nur nach Hause muss oder nach Quelis, kann man ruhig auch mal die offene See benutzen. Ich habe mir übrigens noch ein paar Notizen gemacht, damit ich mit meinen Quests eventuell weiterkommen kann. Dementsprechend, jo, werden wir mal sehen. Jo.
Ist jetzt die Frage. Eine Mühle, dafür brauche ich Nägel. Nägel kriege ich aber nicht hier. Die kriege ich bei der Akagi. Habe ich so viele Nägel verkauft? Ich meine, ich hätte mehr Nägel gehabt. Kann aber auch sein, dass ich die aus Versehen verkauft habe. War jetzt nicht ganz so toll. Ja, ist ja gut, Schäfchen. Es kriegt genug Wasser und es kriegt auch genug zu essen. Keine Angst. Jo, ich brauche auf jeden Fall Nägel. Ich dachte, ich könnte die irgendwie herstellen oder so, aber die muss ich von der Akachi wahrscheinlich kaufen. Naja, dann will ich mal... Ja, Hundi. Ah ne, das ist der Hund hat einen Besitzer. Das bedeutet, den kann ich jetzt nicht einfach so füttern. Na gut, wollen wir mal schauen. Eine Mühle auf Koas Insel wäre natürlich ganz gut. Muss halt nur schauen, wo ich die jetzt aufbaue. Einfach aus dem Grund, dass ich mir da noch keine Gedanken gemacht habe. Ich hätte nicht gedacht, dass man da jetzt noch eine Mühle bauen muss. Was ich aber auf der anderen Seite ganz cool finde. Das bedeutet, unsere Insel wird nicht nur mit Früchten und mit anderen Bäumen, Baumarten versehen, sondern auch mit ordentlich schönen Gebäuden. Ja, es wird eine schöne Insel, die Koa da hat. Ach, wie sie die ganze Zeit am Rennen ist. Koa boom, Koa boom, Koa boom. She can run, she is fast, she is faster as the sky. Koa boomy. Nee, komm, lass mal gut sein. So, ja, komm, kaufe ich mal alle 5 Nägel. Ich hätte mir vielleicht aufschreiben sollen, was ich sonst noch brauche für die Mühle. Weil ich wette mir, die fehlt wieder irgendwas und dann kann ich wieder ins Dingsbums gehen und dann weiß sie Bescheid, ne? Ich muss doch eigentlich genug Steine haben. Ja, Steine habe ich mehr als genug. Na gut, 99er Steine, das ist soweit ganz in Ordnung. Muss halt nur gucken, dass ich jetzt mal anfange und die Rohmaterialien entweder weiterverarbeite oder mal definitiv dezimiere. Weil ich durchaus... Na gut, Lehm kann man machen, ne? Müll habe ich mehr als genug. Kupferbarren habe ich einige. Ich habe noch Rohgold. Ja, ich habe noch einiges. Ich denke mal, das wird für eine Mühle auch ausreichen. Und ich könnte mal nach meinen Feldern sehen. Die Musik ist toll. Da kann man sagen und tun, was man will. Ich finde die Musik klasse. Ja. Ich finde es einfach super. Ich glaube, ich hole mir mal eine Ukulele und fange an, diese Musik zu spielen. Ich weiß, wo ich die Mühle baue. Die baue ich in die Nähe von den Schafen. Wir haben ja hier ein Dingsbums, einen vorgefertigten Platz, wo der Schafstall hinkommt. Dementsprechend würde ich da auch gerne die Mühle vielleicht hier hinstellen. Ja, die ist gar nicht so groß. Na, die offene See ist hier. Warte mal. Vielleicht stelle ich die hier hin. Hier würde eigentlich auch Platz sein. So, meine eigene Mühle. Ich muss die Weizenfelder vorbereiten, um die Mehlsäcke zu füllen, die Avan braucht. Alles klar, du hast neues Rezept. Mehl, wunderbar. La 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 la. Super, die Mühle macht sich da super. Jetzt brauche ich Weizen. So, das ist eigentlich ganz gut. Ah, das ist eine schöne Ernte. Das ist super. Weizen habe ich doch genug. Ich meine, ich hätte noch einiges an Weizen da. Bin mir nicht sicher, ob ich das verarbeitet habe. Ich brauche auf jeden Fall 10 Säcke für Avan.
Muss ich mal gucken, was ich dafür brauche. Muss ich das eine Küche herstellen? Mehl, ja. Ah, super. Ja, die habe ich doch gemacht. Wunderbar. Super, genau das, was der Avan braucht. Ich werde trotzdem erstmal alles abernten. Ach Mist, ich habe nichts zu essen. Okay, ich brauche Karotten, ich brauche Weizen und ich brauche Mais. Für die Hühner und für die Schweinchen. Und natürlich Weizen für die Schafe. Okay, das wird relativ interessant, muss ich sagen. Naja, Mais habe ich ja jetzt mehr als genug. Ich muss nur aufpassen, dass ich das nicht aus Versehen verpulver. So. Supi. So, du kriegst was. Du kriegst was, Hühnchen. Du kriegst was. Du kriegst was. Du auch. Du musst auch noch wachsen. Super. So, habe ich irgendwo ein Hühnchen vergessen? Nein. Da hinten habe ich noch eins liegen. Ich weiß noch nicht, ob ich das schon gefüttert habe. Muss ich mal schauen. Ja, ich habe die Facecam mal ausgemacht. Muss ja nicht immer sein. So. Super. So, dann kriegst du was zu essen. Du was zu essen. Und du was zu essen. Wunderbar, dann sind die nämlich glücklich. Und essen mir nicht ständig die ganzen Früchte hier weg. Das ist mir nämlich auch schon oft passiert, dass sie mir einfach Zitronen weggegessen haben, obwohl ich echt nicht glaube, dass Schweine Zitrone fressen. Aber auf der anderen Seite fressen die alles. Na gut. Das bedeutet, ich habe morgen sehr, sehr viel Arbeit vor mir. Liebe Koa. Jetzt möchte ich aber, dass du hier noch Weizen siehst. So, zwei Weizen nehmen wir noch an. Beziehungsweise eins, dann habe ich fünf Stück. Das ist wunderbar. Hier noch zwei Wassermelonen. Ja, Sonnenblumen brauche ich eigentlich auch. Aber hier kommen auf jeden Fall nochmal Karotten rein. Ich denke mal, drei Karotten und drei Mais sollten mittlerweile fest ins Repertoire fest ins Repertoire gehören. Einfach aus dem Grund, dass ich meine Tiere füttern kann. So, das Feuer ist noch an, aus unerklärlichen Gründen. So, bevor ich jetzt ins Bett gehe. Ja, Dünger habe ich nicht so viel, da muss ich eigentlich aufpassen. Nein, das hat nicht geklappt. Schade. Na gut. Ja, bei dem Brunnen ist das nicht ganz so tragisch. Da habe ich ja mehr als genug. Das Problem ist halt nur, dass das Dünger jetzt nicht ganz so einfach herzustellen ist. Brauche ich nämlich Kohle und die findest du nicht einfach so. So. Okay, das haben wir. Lieblingsfisch, ja, das ist schon klar. Die mutierte Blume habe ich auch immer noch nicht gefunden. Boah, das ist extrem schwierig.
Ich hätte die Mühle eigentlich in die Nähe des Hauses setzen können. Naja. Gut, ja, Blumen gießen noch. Und dann sollte eigentlich einiges gegessen sein hier. Dann gehe ich zu Avan, bringe ihm die Säcke Mehl. Und dann kann ich mal anfangen, Schafstall zu bauen. Ja, ist ja gut. Supi. Das braucht ganz schön lange, bis das wächst, wenn es überhaupt noch wächst. Gefühlt wächst das nicht ein Stück. Schon seit Wochen. Vielleicht sollte ich noch ein paar Kokospalmen pflanzen. Die sind eigentlich nicht schlecht. Komm, zwei Stück nehmen wir noch mit. Ich meine, ein paar Palmen am Strand sind immer super. Ja, komm. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist super. So, ab ins Boot. Nach Quelles. Ich weiß nicht, manchmal habe ich so das Gefühl, dass der Ladebildschirm der Schnellreisefunktion länger dauert, als würde ich nach Quelle selbst reisen. Aber das muss nicht immer dran liegen. Dementsprechend, naja. Ich habe dir was mitgebracht, hm, Hundi? Ja. So. Der kriegt auch ein Äpfelchen. Super, lieber Hundi. Supidupi. So, es ist auch 11 Uhr. Das bedeutet, Avan hat auf. So, ihr habt das Mehl dabei. Lass bitte Bram endlich in Ruhe. Nein, hör mir zu. Du lässt ab jetzt Mayo in Ruhe. Sie stiehlt meine Rezepte. Sie ist nur neugierig. Ich wünschte, du würdest dein Restaurant endlich dicht machen. So viele Verstöße gegen Hygienevorschriften. Hier sind Ankhaare und Katzenhaare in jeder Ecke. Ich hoffe, deine lächerliche Strandbar wird von der nächsten Flut weggespült. Das würde dir wohl gefallen, hm? Auf Wiedersehen, der Herr. Auf nimmer Wiedersehen, hoffe ich. Okay, ich würde sagen, die beiden streiten sich. Was war das denn? Sie haben Bram und mich beim Reden erwischt. Und beide wurden furchtbar wütend. Du meine Güte, warum das denn? Sie verstehen sich nicht besonders gut. Das haben sie noch nie. Keine Ahnung warum. Für mich sind sie einfach zwei alte Männer. Ja, das sind sie. Hey, hier ist das Mehl. Ah, perfekt. Gerade rechtzeitig, um Taka zu zeigen, wer die besten Fajitas auf Quelles zubereitet. Danke, Koa. Hier hast du deine Blaupause für einen Angststall. Supi, wenn du Materialien sammelst, dann habe ich endlich meinen eigenen Schafstall. Wunderbar. So. Butter, Bauelement, wunderschön, perfekt. Na, das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Naja gut, soll Taka und Bram sich, Taka und Avan sich die Köpfe einschlagen. Das ist mir eigentlich relativ Wumpe. Solange die Mayo und der Bram sich gut verstehen und unsere Koa da nicht mit reinziehen, ist alles wunderbar. Nein, warum bin ich denn schon wieder nach Quelles? Da wollte ich doch gar nicht hin. Ich wollte auf die Heimatinsel. Und das hat mich jetzt 30 Münzchen gekostet. Das ist super. Na gut. So, die Blaupause für den Stall habe ich. Die Frage ist nur, ich brauche Weizen und zweimal Seil. Seil habe ich, jetzt muss ich... Warum brauche ich viermal Weizen? Na gut, das verstehe, wer will. Na, wo ist die Kirsche jetzt runtergefallen hier? Na, die Kirschbäume werden doch ziemlich groß. Ah, super. Also so langsam wird's hier.
gefühlt wird es auch nicht mehr so lange dauern. Also dauert es nicht mehr so lange, bis sie wieder Früchte tragen. So, Seile brauche ich, habe ich gesehen. Mindestens 2 Stück. Da sollte ich eigentlich genug von haben. Jo, und Weizen. Der braucht noch 2 Tage. Na gut. So, ihr kriegt auch was zu essen, das ist wohl klar. Genauso wie die Hühnchen hier. Wie viel habe ich dann noch? Ja, mehr als genug. So. Ich habe jetzt leider nicht die Zeit, jedes Hühnchen noch zu streicheln. Das würde einfach den Rahmen sprengen. So, 7 Eier und jetzt 3 Trüffel. Super. So, ich möchte jetzt natürlich nicht den ganzen Tag hier rumschlafen und schnarchen und sonst was. Nur damit ich hier den Weizen schnell habe. Ich möchte jetzt gerne die Steine, die ich im Inventar noch habe, hier auch weiterverarbeiten. So, ja, das Küken braucht noch ein bisschen Liebe. Ah, super, ist gewachsen, wunderbar. Das freut mich. So, man kann maximal 20 auf einmal bearbeiten. Okay. Das hat auch ordentlich Steine gekostet, aber ich habe kein Problem damit, alle Steine zu verwenden. Ah, Steine ist sowieso eine Sache, die man sehr schnell wieder kriegt. Ich habe keine Ahnung, ob der Walnussschwimmer so gut ist. So, Küche. Was kann ich denn kochen? Was ist jetzt besser? Orangensaft oder Brombeersaft? Ist eigentlich relativ egal. Natürlich ärgerlich, dass ich dafür so viele Karotten brauche. Die würde ich am liebsten meinen Schweinchen geben. Aber na gut, dann ist das so. Kann man nichts machen. So, leckerer Fisch. Fajita. Kann ich also selbst machen. Warum eigentlich nicht? Oh, noch eine Pilzsuppe. Wunderbar. So, und Eis. Wenn ich Eis habe, müsste ich doch... Orangeneis, da fehlt mir eine Orange für. Na gut. Jetzt will ich nochmal in die Minen gehen, ein bisschen Steine sammeln. Habe ich jetzt eigentlich genug Schwimmer? Das ist ungefähr das, was auch hier die Birken ablassen. Dementsprechend ist es gar nicht so tragisch. Ich habe keine Ahnung, was für ein Platz das hier sein wird. Ja, ich habe noch genug Bretter. Bretter, nicht Schwimmer, Entschuldigung. Trotzdem brauche ich noch Weizen. Na gut. Wunderbar. Wenn ich Glück habe, ist sogar der Weizen morgen fertig. Der braucht jetzt noch 2 Tage. Wenn ich schlafen gehe, braucht er noch 1 Tag. Und wenn ich ihn gieße, kriegt er 1 Tag geschenkt. Dementsprechend sollte das eigentlich gut sein. Jo. Ikoa muss so gesund leben. Bananen, Äpfel, Beeren, Brombeersaft, Kirschen. Na, die wird von mir gesund ernährt. Ganzen Tag an der frischen Sonne, Meeresluft. Und das Mädchen weiß, was abgeht. Das hast du super gemacht. So, hier unten ist noch was.
Steinung Kupfer, das ist wunderbar. Ein bisschen Metall. Was haben wir hier? Eine Eichel, wunderbar. Ah, das gab viel Metall. Wunderbar. So. Gut. Ich würde sagen, der Tag neigt sich hier dem Ende zu. Obwohl ich gerne nochmal in die Mine gehen würde. Ich muss die Mine auch nochmal verbessern, aber ich weiß nicht, wo ich Feuerwerk und Sprengstoff herkriegen soll. Da muss ich mal die Akachi fragen. Vielleicht kann die mir da helfen. Aber es kommt bestimmt noch. Dementsprechend. Fass mit Cheesepulver und Feuerwerk. Na super. Ah, da war Gold dabei. Gut, ich mache jetzt meine Energie noch leer. Den Rest kann ich ja morgen machen. Und vielleicht sollte ich noch mal eine Sache essen. Dass ich nicht auf dem Weg nach Hause auf dem Laufweg schlafe. Ist zwar noch die Heimatinsel, aber das muss nicht sein. Ansonsten habe ich mir ein paar, ansonsten habe ich mir ein paar Locations aufgeschrieben, wo hätte vielleicht die eine Höhle sein können, dass wir mit der einen Aufgabe weitermachen können. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie ich. Wir sehen uns. Ne, macht's gut, also dann. Ciao.